Solange Pantau seine Melone besaß, konnte er auf der Tragfläche eines Flugzeugs tanzen oder vor den Augen des ihn verfolgenden Inspektor Malek verschwinden. Kurz, mit Hilfe seiner Melone konnte er einfach alles. Aber das neugierige Elefantenbaby Bimbo machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Bimbo war ganz verrückt danach, mit der Melone zu spielen und wollte sie nicht mehr hergeben. Alle Versuche Pantaus, die Melone wiederzubekommen, schlugen fehl. Jan Carlos, der Bimbo in den Safari-Park transportieren sollte, ahnte von all dem nichts. Weder, dass die Melone Zauberkraft besaß, noch was hinter seinem Transporter vorging. Doch die Welt ist klein und unsere beiden Freunde fanden wieder zueinander. Was aber war aus der Melone geworden? Die landete schließlich bei der Tochter von Carlos, Ivanka. Pantau hatte inzwischen Hansi und Käthe kennengelernt. Aber der Kreis der Verfolger zog sich immer enger um sie. Da ist irgendwas los. Was will denn der Alte? Der Alte! Zehn, 20, 30, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50. Nein, nein, das ist der Bimbo. Wir sind gerettet. Gar nichts wird verkauft. Alles wird gekauft. Der Mantel, der Schlitten. Mami, du wolltest doch in Urlaub fahren. Wir fahren! Natürlich du. Das hätte ich mir ja denken können. Also, wo steckt der? Sag's. Der ist weg. Wer ist weg? Der Elefant? Der Elefant? Der Elefant? Pantau. Mhm. Pantau? Pantau. Mensch, was hast du da angestellt? Gar nichts. Ich habe nur an der Melone gespielt und gedacht, wenn Pantau hier wäre, hätten wir den Elefanten. Wir haben ihn auch. Er läuft im Garten rum. Die Melone. Die muss hier irgendwo sein. Ja, aber da war er noch im Käfig. Danke. Safari 2 ruft Safari 1. An der Tankstelle in Ratchitsche ist das Elefantenbaby noch im Käfig gesichtet worden. Setze Suche fort. Verstanden? Danke, Safari 1 hat verstanden. Safari 2 ruft Safari 1. Ich habe nichts verstanden. Bitte wiederholen. Soll ich die Suche auf dieser Strecke fortsetzen? Der frisst alles auf. Was habe ich gesagt? Jetzt können Sie es selber sehen. Zuerst hat er meine Mütze aufgefressen und jetzt das Walkie-Talkie. Verfressenes Tier. Mein Haus ist eingestürzt. Ich schlafe unter einem Baum. Ach übrigens, das Walkie-Talkie zahle ich aber nicht. Sonst könnte ich wegen dem Elefanten meiner Tochter nicht mal einen Schlitten kaufen. Was für einen Schlitten, Carlos? Safari 2 ruft Safari 1. Ihr seid einer wie der andere. Das ganze Dorf mit Dünger einzunebeln. Jetzt ist dein Flugzeug wieder monatelang in Reparatur. Er ist wirklich dort gewesen, Mutti. Der alte Krassik hat ihn auch gesehen. Klar, der hat auch das Schlossgespenst gesehen. Und Käthe auch. Ja, bei euch beiden drehe ich den Spieß nicht um. Waschen und ins Bett, sonst kommst du morgen nicht mit auf den Schulausflug. Er war aber wirklich dort, Mutti. Und wo ist er jetzt? Wo hast du ihn?
Dort. Bis zur Stunde liegen noch keine neuen Meldungen vor von der Fahndung nach dem Elefantenbaby Bimbo, dem es gelungen ist, während des Transportes in den Zoo in einem unbewachten Augenblick zu entkommen. Danke. Soeben erreicht uns eine erfreuliche Nachricht. Durch Mithilfe der Bevölkerung konnte der Elefant inzwischen wieder eingefangen werden. Und befindet sich jetzt schon in seinem Gehege im Safari-Park. Safari. Eine Aufregung. Du wolltest doch morgen sowieso sauber machen. Und unser Auto? Na prima. Das ist doch großartig. Mami, wir hätten auf der Fahrt in den Urlaub einen Unfall haben können. In einer Kurve zum Beispiel. Warum schlaft ihr denn nicht? Psst. Was? Der Schakal Emil. Er scheint Angst zu haben. Sind die anderen? Schon gegangen. Mach einen Schakal nach. Komm! Schon bald wieder hell. Vater Georg, Bauer Eva, ihr sollt euch nicht schlagen. Morgen. Morgen. Mal Ruhe, Kinder. Das Programm ist hoffentlich allen bekannt. Zuerst besuchen wir gemeinsam den Zoo, dann machen wir eine Rundfahrt durch Prag. Und dann gibt es Mittagessen in einem kleinen Restaurant. Also verliert euch nicht aus den Augen. Hast du den Schirm, Käthe? Mhm. Käthe. Hansi, heute siehst du so viele Elefanten, dass du davon träumen wirst. Zu füttern. Mein Vati wird auch schon aufstehen. Also mir reicht jetzt auch. Wir haben die ganze Nacht lang gesucht. Carlos. Morgen, guten Morgen. Guten Morgen.
Ja. Vati, ruf Mutti, bevor der Kaffee kalt wird. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie eben Versuch Nummer 3 vor. Flughöhe beträgt 9000, Fluggeschwindigkeit 810. Versuch Nummer 3. Das ist unnütze Zeitverschwendung. Technisch völlig ausgeschlossen. Wo ist die Verankerung? Was habe ich gesagt? Diese Reihe schenken wir uns. Und den Fall schließen wir ab. Oh, vielen Dank. Danken Sie mir nicht. Im Gegenteil, ich muss Ihnen dankbar sein. Wir haben jetzt alles getan, was in unseren Kräften lag. Wahrscheinlich sogar mehr. Sie haben im Verlauf dieser Untersuchung ungewöhnlichen Fleiß und Initiative bewiesen. Jetzt fahren Sie in Urlaub, nehmen Ihre Kinder mit, vergessen das hier alles und erfreuen sich ein bisschen an der Natur. Malek, was haben Sie? Der Mann? Ihr könnt gleich direkt auf der Landebahn 3-1 runter. Die Bereitschaftsmannschaften warten dort auf euch. Ist das die 3-1? Was soll ich denn machen? Versuchen Sie es doch selbst! Es ist zwar unerklärlich, aber die Maschine landet völlig selbstständig. Ohne Autopilot! Überzeugen Sie sich! Sie landet auf der 2-5. Absolut korrekt. Sind wir denn alle verrückt geworden? Malek? Ruhe und kühlen Kopf bewahren. Ich verhafte den Mann mit der Melone und Sie kümmern sich um diese Kinder. Sobald ich jetzt sage, öffnen wir. Jens! Moment! Ich sehe es jetzt gleich! Kommt gleich! Verflucht! Pass auf meine Finger auf! Ja, Moment, da klemmt was!
Helfen Sie doch! Malek! Na, wird's bald! Wissen Sie, was ich glaube, Chef? Da wird irgendein kleines Schräubchen nicht... Eine dümmere Bemerkung habe ich noch nie gehört. Ich versuch's mal, wenn Sie gestatten. Wie viele bitte? Ich werde gleich nachzählen. Den Flugplatz hatten wir nämlich gar nicht im Programm. Aber meine innere Stimme sagte, dort wird es den Kindern gefallen. Ich bedauere es jetzt auch nicht. Das glaube ich. Ohne mich. 26 Kinder, ein Erwachsener. Das Mädchen nur. Da will man ihr eine Freude machen und nimmt sie mit und jetzt muss man sie suchen. Keine Ahnung. Ja, wo steckst du denn, sag mal? Na komm, wir haben es eilig, wir müssen aufladen. Rein mit dir. Wir sind soweit, es kann losgehen. Ach, wo hat das Mädchen nur seinen Kopf? Ah, da ist er. Ich übernehme den Fall. Ich halte den Wagen an. Und Sie stürzen sich auf ihn und machen ihn unschädlich. Ich? Warum gerade ich? Nur Mut, Malek. Sie sind nicht mehr dritter Inspektor der Flugsicherung. Sie werden befördert. Sie werden bald zweiter Inspektor sein. Wo ist der? Der war eben doch hier. Sie haben ihn doch gesehen. Warum haben Sie ihn da nicht gefangen? Ich wollte ja nach ihm greifen, aber plötzlich war er weg. Was sind das für Idioten dort im Wagen? Ich glaube, ich kündige. Tower ruft Oberinspektor. Auf der Landebahn halten sich zwei Irre mit einem gestohlenen Auto auf. Einer hat sich jetzt hinter dem Auto versteckt. Ich wiederhole. Malek, dafür müssen Sie sich verantworten. Ich bin gefahren. Aber Sie hätten ihn fassen können. Ganz leicht. Ich? Ich habe getan, was ich konnte. Sie haben es doch selbst gesehen, Chef. Nicht in Luft aufgelöst haben? Oder ist er ein Zauberkünstler? Wir heißen die Teilnehmer am Festival der Zauberer willkommen und bitten Sie, sich in Halle A einzufinden. Meine Herren, das ist Madame Stella. Ihr eigentlicher Name ist Stellamann. Und das dort ist ihr größter Konkurrent, Maestro Orlando, auch ein hervorragender Zauberer. Stella! Gordini! Wo war das? Teheran? Nein, nein. Havanna? Nein, nein, warten Sie weiter. Hör auf! Rufen Sie mir bitte voll. Ich hab dir gesagt, ich mag das nicht. Was willst du denn? Iss zuerst mal das auf. Bertini! Wir kommen aus Madrid, es war schrecklich heiß. Ach ja? Darf ich vorstellen, meine neue Assistentin. Guten Tag, guten Tag. Hattet ihr Erfolg? Oh ja. Ich habe drei Kinder, Chef, ja. Und war bisher zur Zufriedenheit aller Büffelone Koffer zuständig. Ja, dafür habe ich Verständnis. Es ist nach wie vor Ihr Entschuldigung, Fall. Sind Sie vom Zauberfestival? Der dort.
Kopf hoch, die verlorenen Koffer können Sie vergessen. Also frisch ans Werk, es ist Ihr erster großer Fall und Sie haben mein volles Vertrauen, Malek. Fatih! Ich suche dich überall. Stell dir vor, ich darf ins Ferienlager. Wir fahren morgen früh. Aber ich brauche vorher 50 Kronen. Was? Wie viel? 50. So viel? Ja, für Turnschuhe. Meine alten sind kaputt. Pardon. Moment, ja? Bitte. Ich heiße Brehm. Ich habe Sie freuen mich wirklich, Sie zu sehen, Bertie. Sie nicht können zu uns heute Abend ja zusammen. Sie sind einzeln gekennzeichnet, mit einem großen B. Sie ich können bitte ganz sich zu gedulden, es wird alles erledigt. Ja, aber bitte, bitte, bitte. Nur einen Augenblick. Die Autos stehen draußen für Sie bereit. Und nun zum Programm. Haben Sie Veronika gesehen? Herr Brehm. Haben Sie Veronika gesehen? Nein, ich warte hier nur auf mein Gepäck. Hey, was soll das, mein Fahrrad? Keine Angst, ich fresse schon nicht auf. Und außerdem kann meine Mutter zaubern und wenn ich will, zaubert sie mir 20 Fahrräder. Hör auf, so anzugeben. Wenn ich will, lässt mein Vater den ganzen Flugplatz sperren. Und ich darf ins Ferienlager. Na und? Warst du schon mal im Ferienlager? Nein, aber wir können wirklich zaubern. Wir lassen alle möglichen Tiere fliegen. Kühe. Veronika! Wie oft habe ich gesagt, du sollst nicht weglaufen und mit niemandem reden? Komm jetzt. Das ist meine Mama. Da hattest du Kaugummi. Und da auch. Also ciao und danke fürs Fahrrad. Gepäckstücke habe ich gehabt und alle gekennzeichnet mit einem großen D. Wo sind die übrigen? Keine Aufregung, sie werden sich alle finden. Kannst es nicht erwarten. Hm? Na los, beeil dich. Die Kleine ist groß geworden. In einem Jahr ist Stella erledigt. Was ist denn, meine Lieben? Vorwärts, vorwärts. Gepäck, mein Herr? Bimbo. Dahin lang, bitte. Maestro Bertini? Ja? Jawohl, ich danke Sie. Ach, hier, bitte. Nein. Wer ist das? Kennen Sie ihn? Nichts Besonderes. Wahrscheinlich ein Programmfüller. Ich glaube, wir sind schon mal zusammen aufgetreten. In New York oder was in Tokio.
Oder was in Poselmuckel oder in Pyritz an der Knatter? Maestro Gordini und Gattin. Vielen Dank. Bitte. Herr Womatschka. Oh, Mr. X, pardon. Hier bitte, pardon. Mr. Orlando hat schon alles. Ja. Pardon. Sind Sie auch ein Zauberer? Bimbo. Ja, mein Liebes, ich hab's gehört. Konkurrenz muss sein. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser Herr nicht in unserem Programm auftreten würde. Hup, wohnt der Herr bei uns? Das war Massensuggestion. Meine Herrschaften, ich habe in Indien Dinge gesehen, die selbst unser Eins nicht begreifen kann. Erzählen Sie das denen von der Zeitung, aber nicht uns. Ein technischer Trick? Projektion. Ach wo, eine Augenblicksillusion. Ein Elefant und dann nichts mehr. Er arbeitet mit leeren Händen und ohne Requisiten. Fantastisch. Whisky? Cognac? Soda. Gut, wird gemacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Entschuldigen Sie bitte. Wie heißt eigentlich dieser Mann mit dem Elefanten? Ah, es war nicht leicht, ihn zu gewinnen. Aber er ist da. Mr. Bimbo. Ein ungewöhnlich bescheidener Mensch. Vielen Dank. Bitte. Klappt alles vorzüglich. Letztes Jahr haben uns 3 Zimmer gefehlt. Diesmal nicht ein einziges. Meinen Schlüssel. Diesen Trick mit dem Elefanten würde ich kaufen. Er wäre ein Höhepunkt für meine Archeloa. Könnten Sie mir verraten, welche Agentur ihn vertritt? Mr. Bimbo, Wohnzimmer 246. Sie haben das Zimmer neben ihm, Herr Brehm. Aber mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Danke. Aber bitte.